Azuo Modding seit 9 Monaten. Guten Morgen. Grüße dich. Und vielen, vielen Dank für deinen 9. Monat. Einen wunderschönen guten Morgen. Reichlich früh heute. Moinsen, Fanpower, Grüße. Wir haben jetzt noch ein kleines Problem hier. Wir fangen jetzt noch nicht auf der Charmten Farmlands an. Was habe ich hier in 8.22? Schaupi seit 5 Monaten. Moin. Brezia, Moinsen. Schaupi, Moinsen. Vielen, vielen Dank für deinen 5. Monat. Einen wunderschönen guten Morgen. Skyrush, grüß dich. Rapse, was ist denn hier los? Der Rentner wieder um 5 aufgestanden oder warum? Wenn's das auch mit dem Alter lässt, der Schlaf einfach nach. Fabse, Grüße, Moin, Sen. André de Vries, Grüße, Moin. Bin die Rechnung nicht bezahlt. Hey. Skyrush hatte ich, ne? Moin, Moin. Grüße. Baumbad 88, Grüße, Moin, Sen. So, da ist auch der Countdown abgelaufen. Und damit herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich wollte jetzt gerade eigentlich auf die Karmsten Farm, aber da habe ich noch Probleme mit Patch und Skripten. Also dem alten Spielstand Kombination geht leider so erstmal noch nicht. Da ist, bräuchte ich jetzt noch ein bisschen eine Zeit, um das rauszufinden, welches Skript da genau dazwischen kloppt. Und deshalb habe ich mir gerade gedacht, ich teste mal eben hier was. Und zwar auf der Elm Creek. Monsterborny, Grüße. Moin, moin. Wunderschön. Ich hoffe, Ton passt und so weiter. Sound ist da. Achso, Moment mal. Wir könnten den Spielsound noch einmal. Geschwindig laufen lassen. Genau. Auch rüber, dass ich den auch selber gut hören kann. Schumi, grüß dich. Guten Morgen. Wunderschön. Jo, ich habe hier ein 8.22er mal zurechtgemacht. Geht jetzt aber gar nicht darum, sondern möchte mal hier gerade was runtermähen und dann ansonsten könnte man sich das Vermeer DLC nochmal angucken. Und dann habe ich gerade im Vertex Design Discord nochmal was gelesen. Du, uiuiuiui. Das müssen wir uns auch mal angucken. Stabile Brille. Ist so, ne? Kriegst du dir an, doch. fühl ich doch sehr. So, heftige Kongs kill die hier. Wir schon mal in Landerson im 19er haben wir die gefahren. Oder ich zumindest. Dorne, vielen Dank für dein Follow, herzlich willkommen.
Was habe ich denn gerade gedacht? Ja, das ist ein schon sowas. Weiter schleppen, basteln und so weiter. Prezi, frohes Schaffen, dass das da vorangeht. Die lenken mit, ne? Ich habe alles zu hier, warum der Headtracker da immer seinen Kontakt verliert. Houston, grüß dich, Moinsen. Lance, hättest du Interesse an einem 822er mit Trimble GPS und Simper SD? Du, momentan nicht so den Bedarf. Bock auf jeden Fall, na sicher. Aber möchte da jetzt nicht so eine Mod-Tauschbörse hiermit eröffnen. Aber Grüße, moin moin. Enzi, Grüße, Julian 21.8, Moinsen. Freue mich über eine akustische Rückmeldung ihrerseits. Bis dahin habe ich im Kopf, aber musste später dran glauben, ja. Nur heute Morgen gesehen. So, wollen wir eben hier die Flügel ausbreiten. Gang runternehmen hier, wa? Gruppe runter. Aber krieg ich jetzt das? Ah. Kann nicht funktionieren. Ich hab keine Frontzapfwelle vorne. Oh nein! Ach nö! Gut, dann müssen wir den Schlepper tauschen. Lernst du wieder auf dem 8er Fahrer, wie sich das gehört. Hier. Danke. Danke, danke, danke. Ja, ja. Ich fühle mich auch wohl auf der Kiste. Das ist wohl so. Auch so, wie sie sein muss. Gen 1 hier. Auspuff auf der Haube. So, was nehmen wir für eine Kiste? John Deere? John Deere 6R? Oder Axion.
bei der Axio-Bib. Wir nehmen mal den John Deere. Fast Track, rein da. Jo, Fast Track will ich hier woanders fahren. Will ich hinten hier jetzt auch nicht fahren. Grüß dich, Otzi. Moin. Kann ja nicht sein, der ist ja lauter als der Bravo. Ah, der Bravo ist. Also muss man sagen, das ist noch 1900 Sound, ganz alt. Da müsste noch viel dran gemacht werden. Vielen, vielen Dank für deinen 17. Monat schon. Wie geht's dir, gut aus dem Bett gekommen? Moin, sind aus dem Auto, hast schon unterwegs. So. Kuni, den gibt's leider noch nicht öffentlich, nein. Gerät, oder? N4F, Malwurf, Lukas, vielen, vielen Dank für deinen 8. Monat mittlerweile schon. Grüß dich, moin sein. Philipp, moin. Dennis, einen wunderschönen guten Morgen auf den Samstag gewünscht. Wie geht es? So, das lenkt ja mit. Ah, gut, ganz in die Ecke kommen wir damit trotzdem nicht. Okay, und da haben wir auch ein bisschen mit der Überlappung gehabt. Das ist schon ein geiles Geschoss, finde ich. Zumi weg. Heute richtig Heck das machen, sagt der Akalyt. Ja, ich will gleich eigentlich schnellstmöglich nach Bekannten fahren rüber. Da ein bisschen was wickeln. Aber da muss ich gleich den Patch noch mal rausnehmen und das DLC auch deaktivieren, weil wir da sonst ja, wieder bekommen.
praktisch Big M zum Ankommen. Ist so, ne? So. Guck mal. Einmal vorgewinnen erreicht. Ja, den will ich mir gleich mal angucken, Lukas. Deswegen wollte ich gerade hier mal ein bisschen Gras ablegen, um uns den Klarkliner gleich mal anzugucken. Das, wie gesagt, vorhin im Vertex-Discord gesehen. Ich gedacht, das kann noch nicht sein. Dass, so ist. Wir haben ja gestern schon reingeguckt, da warst du noch nicht da. Aber dass das dann an einem vorbeigeht. Nila Bedflow. So nennt man das nämlich heutzutage. Harry der Igel, grüß dich, Moinsen. Novacut-Kombi. Kiegt dir das an? Wie am Zirkel gedreht. Fabs Nation, grüß dich, Moinsen. Nachts vom Dreier so fit. Crocodile Dundee, krasse Mähwerke, ist so, ne? Die sind echt krass. Zeig. Ja, das ist schon geil. Ja, ein bisschen sagen, also die sehe ich ja ein bisschen auf der Wiesenburg, ne? Auch wenn die da mit Butterflies rumfahren, ja gut, also wobei müsste man auch noch mal gucken, es wird ja doch noch mal ein bisschen schnuckelig enger und so, ne? Gut. Wir lassen Kollege Schnürschuh mal hier so stehen. Damit 40 Tonnen Hektar Grünroggenmehl bekommst. Hecken geht noch. Alter, okay, Flow Driver. Freut uns erstmal, dass das gefällt. Vielen, vielen Dank dafür, für die Rückmeldung. Zwischen die Mehlwerke so ein 9er SCR mit passendem Sound hätte richtig was. 9er SCR, absolut. Der Sound davon, das wäre mir eine richtige Freude, den aufnehmen zu können und zu integrieren. Mega geiler Sound, ja. Ja, es kommen alle Höfe. Kommen wirklich alle Höfe immer. So, vor den Glasliner packen wir dann, warte mal, wir kaufen erstmal den Glasliner. Ah, da ist das. So, also es geht hier um die Vorstellung natürlich vom Vermeer-DLC, das müsst ihr natürlich wissen. Dadurch kommt es zu einem Patch im LS und in dem Patch enthalten ist auch ein neuer Glasschwader. Liner 4900, Business geschrieben und genau, mit PKT, Vredestein und Michelin-Reifen. Wir machen aber Vredestein drauf, küppen uns einen Schlepperchen dazu. Kann eigentlich auch was Kleines dazu, ne, da vorne laufen, vorne weglaufen. Immer was Kleines hier drauf.
Hier, Kollege Schnürschuh. Nur geladen, grüß dich, moinsen Hannes, moin. Das ist eine neue Kampf. Jo. Vielen Dank für dein Follow, Bison Agrar, grüß dich. Michi ist ja auch noch da. Gute Besserung erstmal, Lukas. Ich hab's gelesen. Gerne Aktion fahren. Auch nur ein 18er dafür. Brauche ich jetzt alles nicht. Da muss, glaube ich, Brinker wirklich investieren. Ja, das sehe ich auch so. Diego, grüß dich, moinsen. Könnte wirklich ein bisschen groß sein für die Landnutzung, aber ja. Einzelausflug. Gleich mal. Oh. Grüß dich, moinsen. Chico, den gibt es jetzt seit dem neuen, oder wird es mit dem neuen Patch geben zum Vermehrt DLC. Sonst kommen da, also sind mir keine weiteren Maschinen bekannt. Da dürftet ihr euch dann nochmal drauf freuen auf das Patch Notes. Zack. Hier. Alter! Wieder auswärts, doch! Wahnsinn, doch! Danke, Yuki! Gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen, die Musik. Aber jeder Trailer hat seine eigene Musik bekommen, also das ist eure. So, Einzelhub hat es gesagt. Nee, ne? Kannst nur denken. Ja, ja. Bei
er senkt nur vorne, das heißt, er senkt hinten automatisch, ne? Wenn er in die vordere Work Area reinkommt, oder was? GeForce-Daten? Ne, doch, auf dem Discord, Acker und Wiesen. Ausrufezeichen, da gib mal Ausrufezeichen Shader ein, da findest du den Direktlink zum Vertex Design Discord. Grafik, Tobis Grafikeinstellung. Zack, und dann senkt er automatisch ab, ne? Hinten. Eine geile Geschichte. Der an Fläche wegmacht. Warte mal, wie ist denn nochmal Staubskala? Noch ein bisschen wegstauben hier, das ist ja feuchtes Gras hier. Hier geht auf 15 hoch. Matze, moinsen, grüß dich. Ist das so, Harry der Igel? Das habe ich mich schon gefragt. Diese Streifen, also kann ich nur so als Tipp mitgeben. In dem Classpack von Schnibbelmodding kannst du die einzeln ausblenden. Also müsstest du selber bauen im GE, aber die sind einzeln und die könntest du per Konfiguration einbauen oder ja, eben dauerhaft ausblenden, invisible machen. Ne? Ja genau, jetzt MVP auf jeden Fall. Das wäre perfekt hier. Jo, Lukas, fänd ich geil. Ich hatte mit wem hatten wir denn darüber gesprochen? Mit Prezi und Janis, glaube ich, Morning-Ecke. Ob es das wirklich gibt, ob das als Konfiguration von Klaas Seite aus überhaupt an- und abwehbar wäre, diese Heizstreifen da hinten drin. Aber ich finde die auch ultra hässlich, also das ist echt ungünstig. Wären die so ein bisschen schmaler, ne? Dann wäre es ja gar nicht so wild, aber die sind echt fett. Die sind da, aber man sieht sie nur sehr... Na gut, dann müssen die halt viel, viel dünner. Dann sind die einfach zu fett in Gärten. Schwader mit Einzelausflug gibt es, glaube ich, schon als Motto. So, warte, bin mal gespannt. Jo. Also hinten hebt er automatisch aus, sobald du in die Work Area von dem Vorderen kommst, ne? Shader, Nonorides, Ausrufezeichen Shader mal eingeben. Das ist der von Tobias, Grafik Settings. Beziehungsweise der ist nochmal leicht abgeändert. Von Tobias, der sieht so aus und ich habe den nochmal ein bisschen so geändert. Entweder so oder so, aber findet jeder schon selber für seinen Geschmack, glaube ich.
GGZ 17 seit 8 Monaten. Oh, das ist aber geil. Hier, guck mal, wenn du hier im Vorgewende bist und dann aushebst, dann passt das auch endlich mal hier mit den Dingern. Zack, einsetzen und jetzt erst. Saugeil. Das gefällt mir. Guck mal, was da am Wackeln ist. Briggs, vielen, vielen, vielen Dank für den 8. Monat und grüß dich. Moinsen. Gutes Geschoss. Gefällt mir. Brian, nein, den Shader, den Schwader, den wird es im neuen Patch geben, der mit dem neuen DLC rauskommen wird. Schu 87, grüß dich, moinsen. Briggs, grüß dich, moin. Buja, Brian, vielen Dank für dein Follow und Bison Agra auch, danke dir. Genau, so, ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt zum Vermeer-DLC, könnten wir das jetzt natürlich auch nochmal klären. Hier gibt es eine Felgenfarb-Config, die sich auf die Hubs hinten und vorne auf die Felgen mit Hub bezieht. Das ist auch irgendwie interessant. Reifenvarianten gibt es bei Trelleburg, gibt es Breitreifen, Michelin, Standard und Breitreifen, Continental, ja, haben alle. Ne, außer Metas, die haben nur Breitreifen. Also schöne 900er drauf, oder was? Kollegen. Den Strohauflöser, den Schwader nochmal eine gezogene Presse. Ich finde die Reifen ja ganz geil, muss ich echt sagen. Und auch nochmal ein Mähwerk, was man auch nochmal testen könnte. Sehr gerne und hallo, grüß dich Brian, moin. Agranils, grüß dich, moinsen. Nico, moinsen, moin, was kommt denn alles neu als Fahrzeuge im Patch außer den Schwader? Kann ich dir nicht sagen, es gibt keine Patch-Notes, die ich einsehen kann. Ich habe das nur im Vertex-Discord hat jemand, oder dem ist das aufgefallen, als ein anderer YouTuber, The Farmsim Guy, ja, durch die, in der Vorstellung über die Schwader, über die Schwader gescrollt ist und da ist dem aufgefallen, dass hier der Klaas neu ist. Ich gebe es ehrlich zu, ich hätte das nicht erkannt. Ne? Also, wenn du da nicht drauf achtest, dann siehst du das ja nicht. Wüsste jetzt nicht, wo ich noch suchen soll, was noch neu ist. Wüsste jetzt nicht, also ob jetzt Klaas irgendwie noch mehr hat, weiß ich nicht. Argos habe ich gestern gelesen, wird jetzt von Fliegel übernommen, ne? Nö, ansonsten, genau, das ist alles Mods hier. Nö, wüsste nicht, wo ich jetzt gucken soll, um neue Sachen zu finden. Schönen guten Morgen, Lucifer, grüß dich, moin.
Wenn sie hast du frischen Kaffee in der Tasse oder einen schönen. Ja, habe ich. Dankeschön. Prost. Ah, jawohl. Ja, sieht schick aus, oder was? Da freue ich mich auch auf Grönland wieder, ne? Muss ich ja sagen. Da habe ich richtig Bock drauf. Krass, ne, Nico? Immer wieder schön hier. Auch überall die Kabel, ne? Bestimmt Spaß gemacht, die Dinger zu verlegen, oder? Jo. Ja, wie gesagt, der das im Patch 1.7. Vito grüßt sich, Moinsen. Welche Breite? Wir können auch gerne noch mal. Meter 115 PS werden gefordert, 6 Tonnen in Gewicht. Das ist ja schon neu dazu gekommen, ansonsten. Also das hat schon was an sich, ne? Dass man mit so einem Patch dann nochmal so schicke Maschinen. Da freut sich die Pickup. Kann man den an den Spader auch die Arbeitsbreite verändern in der Maustaste? Nee, kann man leider nicht. Kann man leider nicht. Hier mal das Rad eingeblendet. Spader, halten. Doch, kannst du. Ach, tatsächlich, guck mal, sogar links, rechts einzeln. Immer so doof bei mir mit der. Hier haben wir einen Joystick. Also haben wir variable Arbeitsbreiten hier. Der Maus ist ganz, ganz schlimm. Noch mehr? Nee. Kannst du mal deine Pickup schon, Nico? Stellung ist raus, ja. Schick ist er. Würde ich auch sofort bestellen. Wenn Grönland mein Arbeitsschwerpunkt wäre, sofort. Na gut.
noch mal ein Bild zum Abschluss und dann runter hier vielleicht gerade. So, abmachen. So. Werners Mofa, grüß dich, Moinsen. Kann man, achso, das hatten wir. So, jetzt machen wir einmal den zurückpatchen. Was haben wir denn 1.5? Genau. Und zum DLC kommt dann eben der 1.7er. Caboman grüßt dich, Moinsen. DLC, das ist ein Patch und dann die und dann an sich die Kubota-Teile, die aus dem DLC in den Hub kamen. Ach so, sehr schwaderlastig. Grünland, Ballen. Ja, das stimmt. Das, ja. Wer denn jetzt der beste Drescher für die Carmsen Farm? Dr. Neon, grüß dich, moin. Martin, grüß dich, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Niedersachsen-Gaming seit 10 Monaten. 10! Niedersachsen-Gaming, Adrian, grüß dich. Moin, moin und vielen Dank für deinen 10. Monat. Wie geht's dir? So, wir haben, jetzt haben wir den 1.5er drauf. Moment mal, Moment. Fahrdrescher. Was Gelbes oder Rotes passt gut nach England. Kennst du gute Singleplayer-Maps? Ja, kenne ich. Derzeit draußen definitiv die Carmsen Farm. Ist eine sehr, sehr schöne Singleplayer-Karte. Finde ich landschaftlich sehr schön irgendwie. Muss man halt gucken, ob man das sich mit England, ob man sich da wohlfühlen kann. Ansonsten denke ich, die Frühling-Karte ist schick für Singleplayer. Die Butchern-Karte ist sicher Butchern-Karte. Also die Kalle-Karten von, ja, die sind auch Singleplayer-mäßig sehr gut. Ja. Schwierig. Ansonsten ist es halt eine Geschmackssache. Ich finde, also demnächst, Polo hat das ja schon angekündigt, am 1.9. wird die Lieper Winkel von ihm kommen. Das ist eine richtig schöne Sesho. Ja, richtig, Nico, stimmt.
Die spielt Akaflo ja auch. Jesho, die sieht auch echt gut. Jesho sieht echt gut aus. Aber da kommt die Lieper Winkel von Polo raus. Und die gefällt mir als Singleplayer-Karte richtig, richtig gut. Also die ist eine 100%, 120% Empfehlung von mir. Mir fällt eben auf, der Hintergrundbild ist bei mir einer aus dem Kreis. Ach ja, ja, siehst du, Hempstead. Leon, grüß dich, moin. So, jetzt aber. Nightwake-Fix. So, jetzt muss ich einmal hier eben die richtigen Mods wieder aktivieren. Hoffen, dass wir da dann gleich mit dem Lua-Fehler keine Probleme mehr haben. Combine Experience möchte ich gerne testen. Habe ich sehr, sehr gute Sachen drüber gehört. Sehr, sehr gute Sachen. Das ist, glaube ich, ein sehr geiles Game. Ja, Überladewagen wollen wir fahren. Den wollen wir testen. Den brauchen wir jetzt nicht. Brauchen wir auch nicht. Den wollen wir fahren, einrichten. Gewichte kann man nie genug haben. Das wollen wir testen. Gewichte kann man nie genug haben, das brauchen wir nicht. Das wollen wir aktivieren. Das haben wir alles. Das Wärmeer DLC Pack, nein. Vermeer. Die wollen wir gerne testen. Warte, jetzt will ich die anderen DLCs aber auch nochmal ausschalten, weil die brauche ich halt wirklich gerade nicht. Die können wir nochmal gleich testen. Kann ich auch mal zeigen, woran ich momentan scheitere. Die können drinnen bleiben, das darf. Mit. Ja gut, darf mit. Auch nicht. Alles deaktiviert. Okay. Starten wir. Dir geht's gut. Und dir? Mir auch. Wenn der Kaffee nochmal neu kommen würde. Wird aber nicht passieren. Aber ansonsten doch, alles schicko. Wir mal, dass wir da diesmal starten. Nee. Warum haben wir hier jetzt dauerhaft die Lua? Tension Bells Lua. Sind da jetzt alle Ballenwagen oder alle Ballengeschichten inbegriffen, die dieses Tension Belt Lua irgendwo verklüsert haben? Kann das? Muss ich die jetzt alle raus? Ja, es sind da ein paar Ballengabeln sind dazu gekommen. Aber selbst wenn ich das ohne die neuen starte, habe ich den Fehler. Und gestern ging es noch. Aber wir nehmen mal die Skripte raus. Ja, das raus. Nur Anhänger, die ich testen wollte, mit reinnehmen.
Danke dir für dein Follow. Nat2671. Moin. Muss nicht. Die Calculator nehmen wir auch mal raus. Nehmen wir nicht mit rein. Lederjackenvater, moin. Hast du wieder zurück auf 1,6 gepatcht und... Nee, auf 1,6. Ich war erst auf 1,5, jetzt ist aber 1,6. Genau, 1,6 ist der aktuelle MH Agrar. Ja, richtig, genau. Power Tools. Die Velga jetzt nehmen wir auch nicht mit rein. Start. Warte mal, das. So, mal gucken, ob es jetzt besser wird. Okay, vielen Dank für den Follow. Kennt, kann jemand eine gute Beingabel empfehlen? Tue mich da echt schwer mit. Nutze momentan die Standard-Mistgabel. Mistgabel? Also als Beingabel? So, warte mal. Ne, direkt wieder die Lure. Engine Bells. Warte mal, dann machen wir. Dann ist es jetzt ein Neustart. Und wir starten die Karte einmal ohne Mods. Wir müssen dann unseren Hof noch einrichten. Manello, grüß dich, moinsen. Diese Fliegelbeilengabel, diese hydraulische Fliegelbeilengabel gab es doch, glaube ich, Nico. Ich fand die eigentlich immer ganz cool. Mit den drei Zinken. So, dann habe ich jetzt hier auch keine Fehler. Ist nur mein Hof leer. Richtig ausgestorben hier. Drescher ist doch da. Nee, auch nicht. Hirsch ist auch nicht mehr da. Gut. Abspeisung. So, und dann nochmal neu mit Mods. Hier diese Eigenbaugabel war das, glaube ich.
nötigen Gebäude brauche ich definitiv erstmal noch nicht. DLCs erstmal nicht. Oha, auf welchem Festival warst du, Adrian? Aber berichte mal, ob sie dir gefällt. So. Und siehe da, wir haben keine Lua mehr. So, dann können wir jetzt den Hof neu einrichten. Wir hatten nur Hirsche hier. Das war dieser 60-30, der 68-20. Mit denen ich aktuell nicht so zufrieden bin. John Deere Farm hier. Ross, grüß dich. So, es kommt ein 6R dazu. Ich hab Bock. Der gefällt mir. Mit Frontlader ohne. Manu, grüß dich. Ui. 1 seit 7 Monaten. Siebter Monat schon. Vielen Dank. Manu, grüß dich. Ein wunderschön im Prime. Reload Festival Suling ist zwar Rock, aber man trifft halt viele Leute, die man kennt. Ja, wieso, was ist zwar Rock? Was soll das denn heißen? Das ist doch schick. Wollen wir den mit Frontlader fahren? Ein 6R mit Frontlader? Also ich habe Bock, mir ein bisschen Fläche hier anzuschaffen. Das wird ein bisschen größer jetzt. Wie gegrüßt dich. Bin mir noch nicht sicher, ob mit oder ohne Frontlader. Was man hat, das hat man, denke ich mir, ne? Andererseits sehe ich mich auch ganz ehrlich in dem hier mit Frontlader. Den mit dem schönen Quicke-Frontlader hier. Getönte Scheiben, ja sicher. Reifen. Ja, aber nee. Ja. Aber nee. Ja, aber. Ja. So. So nämlich. So sehe ich den. Dicke, fette Schlappen.
39er TMS mit Q8. Ach, hat leider das Seil. Ja, musst du halt Bock drauf haben, Adrian. Es ist so. Rock musst du. Ja, das ist. Weiß ich nicht. Das ist ja mehr. Lichtleiste. Nein. Nein. Und umleuchten, ja. Covering brauche ich nicht, aber wie war denn diese? So, genau, Chromauspuff, die Antennen wollen wir da drin haben. Isaria, ich denke, da fahren wir mit dem Ding dabei. Jetzt kommen wir gleich noch zur heftigsten. Ja, und Umleuchte sicher. LED-Blitzer vorne? Ja, sicher. Passt doch nach England oder was? GPS, ja. So, Farbe. Jetzt die Farbe. Dicke Agraris Mietpark, Fast Track, musst du haben. Ja, so ist das. Also, entweder hier mein Klassiker mit Grau. Lieben wir. Hier vorne schwatt dann so. Irgendwie so. Oder ein grau glänzend, weiß ich auch noch nicht. Und die Felgenfarbe. Irgendwie so. Oder? Oder so. Das ist auch schon wild, ne? Schwierig. Und gibt Kanonen, ja, das ist richtig. Das ist richtig. So, kann ja nicht jeder den gleichen Geschmack haben. So, dann nehmen wir den Q6. Dunkelgrau und schwarz, das passt. Dann müssen wir nochmal was verkaufen. Gabelstapler muss auch mal weg. Ist auch weg. Ja. Scheiße, ich habe den falschen Frontlader verkauft. Dachte, weil der noch mehr wert war.
927 S4, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. So, das ist schon mal wild. Den zweiten Schlepper. Haben wir denn bei den Großtraktoren drin? 900er Vario. Klaus Axion TT. Nee. Ich glaube, da langt uns der Yonda, oder? Tafeln mal lieber dabei. Starfire, Dachfenster, Frontlader lassen wir dann jetzt weg, ne? Ja. Dafür nehmen wir aber ein 250. Und die Farbe lassen wir original, würde ich meinen, ne? So. So nämlich. Dann geht es an einen anständigen 900 S6. Grau. Ja, das hat es. Das hat viel. Den Flatliner will ich fahren. Mit Mulcher. Brauchen wieder unseren Anhänger oder beziehungsweise mehrere. Jetzt unser Fliegel war weg, den hatten wir hier. Kann euch gleich mal zeigen. Wir waren gestern, also ich war gestern schon am Dreschen hier. Haben wir denn jetzt hier Unterlohn oder was? Oder fahren wir jetzt richtig über Lohn hier. Ein Transport. Agrargenossenschaft Welzin seit 10 Monaten. Welzin, seit 10 Monaten schon? Grüße ich und herzlich willkommen, moin moin. Der 900er S4 ist nicht in der Modliste, nee. Die Modliste bezieht sich auf unseren Server. Das hier ist jetzt was ganz anderes. Schlepper Junkie, ja, ja, hier ist viel zu tun, doch. Grüß dich, moinsen, Weltziehen. Schnell wieder hier, so. Ja, doch so. So, ne? Das testen wir mal zum Ballenfahren. Ich denke, ansonsten müssen wir mal hier irgendwie in sowas gucken. Was brauchen wir noch alles? Unsere Spritze ist nicht mehr da. Wollen wir uns alles, glaube ich, dann. Seetechnik ist auch gerade noch nicht da, aber wir müssen jetzt eh gleich erst in die Bodenbearbeitung.
Und ich würde heute gerne mal den Überladewagen hier testen von Schnippel. Kleine Reifen, ne? Die habe ich daran gefriemelt, ne? Hat Schnippel nichts mit zu tun. Die müssten aber größer sein, das ist zu klein. Oder fahren wir den hier? Oder das Perar-Pack. Perard. Was auch auf jeden Fall ganz cool ist. Ganz wild hier mit Terratrax. 15 Kubik, das ist ja gar nichts. 20 bis 34. El Hoppo, grüß dich, moinsen. Wollen wir den mal testen. Die Hubs sehen aber komisch aus, da ist ein Fehler. Die sind zu weit innen, oder? Da ist irgendwas schief gelaufen. Ja, aber da muss doch schon ein bisschen. Ach so, wegen den langen Hängern meinst du, ne? Ja. Max, vielen, vielen Dank für deine 5 Monate. Herzlich willkommen. Grüß dich. Schönen guten Morgen. Ich bin es, Olli. Ach, Ackerschlepper-Junkie. Grüß dich. Natürlich habe ich mich gewundert. iCrowns, moinsen. Riking, moinsen. Also, was heißt gewundert? Ich habe es natürlich nicht zuordnen können. Oder nehmen wir hier? Doch, das langt doch, oder? Kingmax, ich hatte Probleme mit der Carmsten, dass ich da Lua-Fehler hatte, seitdem ich mit dem neuen DLC und dem neuen Patch irgendwie gestartet habe und ja, irgendwie konnte ich das nicht fehlerfrei zurückpatchen, hatte trotzdem Luas. Jetzt habe ich einmal ohne Mods gestartet, abgespeichert, jetzt wieder mit allen Mods gestartet, jetzt geht's wieder, aber jetzt muss ich halt meinen Fuhrpark einmal neu einrichten und ich wollte sowieso auf der Carmsten mal so ein bisschen das ein bisschen umbauen, weil das schon viel Fläche ist, die man da bewirtschaften kann. Wollte ich da einfach das ein bisschen umgebaut haben. Ein bisschen mehr Flächenleistung haben. Zum Ballenfahren hier, den Kollegen. So. Ja, und
Ballen fahren, sind eh gleich. Den können wir auch schon mal eine Ballengabel holen. So, ich hoffe, das passt wieder. Frontlader mit 3 Punkten. Einladen mit der Allradlenkung wird doch geil. Ach ja, genau, Olli. Das ist gar nicht so weit. Dass ich da schon hinfahren könnte, das geht schon. Aber da melde ich mich nochmal. Jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich den... Okay, das kommt jetzt hier noch an. Den so ziehen kann. Das freut mich, Weltsehen. Dankeschön. Corny, grüß dich, Moinsen. An der hochnahen Fläche, da habe ich auf jeden Fall ordentlich Ballen noch liegen. Das müssen wir machen. Und dann ist noch eine Fläche Gerste, wo wir gleich auf jeden Fall mal abfahren müssen.
Kamper, grüße dich, Moinsen. Ach, LPG Ostwurf hat den Namen geändert. Alles klar, ja, dann kann ich das auch wieder besser zuordnen, warum das schon 10 Monate sind. Danke dir auf jeden Fall. Ladewagen schon mal abbunkern, den Drescher wieder auf Reise schicken und dann fahren wir den anderen Zug hin, würde ich sagen. Machen wir das mal. Profi, grüß dich. Kamper hier, aber bei mir ist alles gut. Mal in den Vormittagsstunden Zeit nutzen und die Armsten wieder aufbauen. Büchse, moin. Ja, den JCB findest du. Ist das der? Ich meine, ist der Mod-Hub? JCB Pack ist das. Also da ist der JCB 4220 und der größere 3830 hier auch mit. Genau wegen dieser Strecke hier oder dieser Art, wie das, die Map hier gebaut ist, deswegen spiele ich die Farms unbedingt gerne, muss ich sagen. Ich habe auch sehr gemerkt, dass ich gerne wieder ein bisschen mehr ins Leben rufe und das so ein bisschen als Spielstand neben den Serveraktivitäten in Landersum wieder haben. Das ist ein bisschen runtergegangen, weil es natürlich zeitlich dann auch schwierig zu vereinbaren ist. Server aktiv zu sein und Dinge vielleicht am Laufen zu halten. Aber so ein bisschen zum Tüdeln und so nebenbei das zu haben, wäre schon cool, ne?
Standing. Grüß dich, moin. Gefunden, danke. Sehr gerne. Nein, benutze ich nicht. Landersum, da haben wir Autodrive. Hier haben wir keinen Autodrive, nee. Grüß dich. So, was sagt ihr denn dazu? Jetzt mit dem Überladewagen hin, den Drescher wieder in den Dienst schicken. Also einmal abbunkern, Drescher in Dienst schicken und dann den zweiten Zug hinfahren. Vielleicht lieber schon mal den Zug zusammenkoppeln, wa? Dass es ein bisschen schneller geht. Weil da kommt echt was runter, da ist eine X9 auf der Fläche.
Peps Nation, ich finde es richtig gut, wie ihr den NS so realistisch spielt. Durch euch versuche ich es auch so realistisch wie möglich zu laden. Ja, geil. Absolut geil. Das freut uns natürlich mega doll, wenn das auch noch dazu anspornt, irgendwie nochmal selber nochmal eine Schippe irgendwie draufzulegen, was Realismus angeht. Wichtigste ist, dass ihr schön gemütlich bleibt beim Spielen. Immer so, wie es euch Spaß macht, gemütlich bleiben. Dass eine entspannende Art zu spielen ist für euch. Und nicht irgendwie irgendwelchen Zwängen untersetzt wird, auf die ihr keinen Bock habt. Ackerdistel, jein, ja, neues Testen schon. Also, ich werde meinen Hof hier neu einrichten müssen. Wie kann ich das denn mal erzählen, dass ihr mir das glaubt? Die komplette Farm, das ist abgebrannt, ist alles weg. Die Versicherung hat mir einen ordentlichen Ausgleich angeboten. Und, egal. Mein Savegame ist ein bisschen gecrashed vorhin durch Hin- und Her-Patchen. Und dadurch, ich habe einmal ohne Fahrzeug gestartet und jetzt eben nochmal neu, und dazu werde ich dann das Ganze ein bisschen mehr auf Ackerbau ausrichten und mich dementsprechend einrichten. Ja, genau. Und dazu wollte ich eben ein bisschen testen. Ich wollte jetzt grundsätzlich heute mal ein bisschen Überladewagen testen. Ich hatte eigentlich ursprünglich auch noch gedacht, den Harve hier als Tandem zu testen. Und den hier hatte ich auch als Option mit drin. Aber ich glaube, ich finde dieses Feral-Pack eigentlich ganz cool, gerade hier in England mal irgendwie was anderes zu spielen, als man sonst. Für ein Ogolyt, oder? Schön fette Reifen. Schöne Reifen und drauf durch. Einmal warm saniert. So ist das. Ich spiele zwar auf Konsole, aber es macht mega Spaß. Das ist cool. Das ist sehr cool. Ich spreche gerade mein Fanatic. Ich wollte doch einfach nur seit Monaten mal wieder essen. Oh, das ist so schlimm. Einmal mal nur zocken und dann. Ja, Show Me, den gibt's hier nicht mehr. Der Überladewagen eingelaufen. Ist doch geil, so schön kompakt. Also gut, in MVP, Nico, ja, da kannst du wohl noch mal ein bisschen was, eine Schippe draufpacken. Da kannst ja hier Kollege Schnürschuh hier, die dicke Bande nehmen hier. Hier mit dem fetten BKT, das sieht aber auch übelst krass aus, ne? Aber auch schön Bodendruck gespart. Oder halt gleich hier so ein Koloss. Rimey, grüß dich, moin. So, wenn der jetzt aber hier am Überladewagen läuft, dann brauche ich gerne nochmal einen Schlepper, den zum Abfahren.
Aber hier sind schon große Flächen, muss man wirklich sagen, Tobi. Und ich habe da schon Bock, ein bisschen hier Ackerbau und Fläche zu machen. Aber das muss einfach ein bisschen die Technik dafür da sein. Und das ist hier ein schöner, gebügelter Spielstand, wo man schön mal ein bisschen fühlen kann. Schön entspannt. Der Landersohn, da wird schön gehen. Realistisch und ein Multiplayer gemeinsam geschreddert. Hier auf der Map habe ich hier noch keine Autos gesehen. Würde ich aber ausblenden. Wir würden schließlich auf der falschen Seite fahren. Das habe ich auch schon drauf gehabt. Ich würde tatsächlich auch ganz gerne nochmal die Nummernschilder wechseln. Aber ich kann auch gleich weiterhin in England bleiben. Jo, Annaburger, die ist hier alles. Passt doch gut, das Teil hier. Hier überall rum. So, da hinten steht X9. Bringen. Mit den Luxuskarren hier bin ich nach England geflüchtet. So, du bist voll, Kollege. Du könntest, wenn du willst, bei mir. Da.
So, dann müssen wir jetzt gleich mal hier ein bisschen Vollgas geben. Einmal abbunkern, dann schnellstmöglich aber auch den anderen Zug abholen. Welchen Schlepper wollen wir uns da dann dazu nochmal? Jetzt haben wir zweimal Hirsch. Ein JCB. Neuner Froschauge von zweiten Zug. Fendt noch dazwischen. Ich finde hier in England, da fände ich die Hirsche eigentlich ganz cool. Drescher ist gestartet. Nightwreck ist gestartet. Jo. So muss es. So nämlich. Jabba, grüß dich. Moin. So. Gleich wieder da.
macht der da? Was macht der da? Fährt er jetzt einfach den Kurs ab, weil er das mal noch nicht gecheckt hat, dass er jetzt schon in der dritten ist, ne? Weil ich das letzte Mal gemacht hätte wahrscheinlich. Okay. Gut, wir haben genug Zeit, uns den dritten zu holen. Den Schlepper. Den Kurs abfahren. Rainer, grüß dich erst noch. Moin, hatte ich gesagt, ne? Das ist so ein Eulenhirsch. Eigentlich muss man einen alten Schlepper doch nochmal dabei haben. Einen alten JCB wäre vielleicht auch ganz cool. Hat der eine... Schön 7810. Dem müssen wir aber dann nochmal richtig fette Reifen drauf besorgen, oder? Also, jetzt nicht mega breite, aber schön viel Gummi. Die sehen auch schon gut aus. 70, R38, 710er. Gerade grüß dich, Moinsen. Fuhrpark habe ich nur ein 6R und ein JCB, Martin. Mehr habe ich gerade nicht. PS noch einbauen. Wenn dann nochmal nachrüsten. Ja, das ist schon was. Fettes Gewicht dabei, wobei für den Transport eigentlich nicht, ne? Aber jetzt habe ich, das ist doof, weil jetzt habe ich nichts für den Köckerling hier. Eigentlich schon noch mehr Leistung. Also 7810 ist schon ein bisschen... stellt eigentlich schon viel. Das ist schon geil.
Mal gucken, ob der die einsetzen werden wird. Gleich mal dabei stapeln, hätte ich eigentlich noch Bock heute. Scheiße. Bleib stehen. Wann werden die anderen Verlassen. Gibt es da schon einen ungefähren Termin? Warte mal. Haben wir denn heute Samstag? Ich glaube, für Montag ist der nächste Hof. Dann am Mittwoch der nächste Mittwoch dann Video. Dann habe ich dann zum Wochenende nochmal einen Hof. Und dann darauf die Woche irgendwie noch einen Hof. Irgendwie so. Also ich versuche das schon regelmäßig zu machen, aber jetzt nicht alle auf einmal und ne? Das soll schon jeder Hof für sich vorgestellt werden und nacheinander kommen. Laden geht dann ja gar nichts. Hast recht, stimmt. Aber da muss ja nur zum Glück bergab. Rein hier. Ach, was ist das herrlich. Leute, hättet ihr mir vorsagen können, wie herrlich das so ist. Und Stream von der Landersum gibt es auch auf jeden Fall bald wieder. Es ist halt so, dass wir da ja jetzt im neuen Frühjahr sind und wir lassen die Zeit ja normal weiterlaufen. Und wir sind aktuell als Hof Bertels mit unseren Aufgaben so weit durch, dass wenn ich jetzt auf den Server gehen würde, ich aktiv suchen müsste, was ich machen soll. Und das mache ich jetzt nicht, sondern wenn, dann ist es so, dass natürlich auch ein Hof Hilfe anfordern kann. Und dann natürlich zur Hilfe eilen. Ist aber aktuell nicht so und von daher ein bisschen Zeit mal hier auf den Singleplayer ein bisschen rum.
Stimme leise, Bild, was? Soll ich lauter machen oder was? Mein Mikrofon? Ist so besser? Ich Lenker, grüß dich, moinsen. Morgen geht's dann mit der letzten Gabe bei uns los und Mais legen. Yo, Mais legen, da ist natürlich auf jeden Fall wieder richtig Alarm. Möllering kann schön Gülle peitschen. Wir grubbern eine ganze Geschichte ein und dann kann direkt Mais gelegt werden. Von mir aus könnt ihr das machen. Ansonsten würde ich mir gerne die Legemaschine wieder leihen. Ist besser jetzt? Gut. Ist ja gut. So. Mikrofon war vielleicht auch ein bisschen weit weg, ne? Jessi, grüß dich. Moin, Sönke, danke dir. Danke dir für dein Follow auch. Alter Scholli, guck mal, da ist der Hänger voll hier. Passt, ne? Moritz, danke dir auch für dein Follow. Moin, moin. So, jetzt ist er, glaube ich, aktuell in der dritten Runde angekommen. Die Flasche mit dem Joystick verwechselt. Ich wollte mal gerade den Tempomaten runterdrehen hier. In KMH, dass wir beifahren können. Was meinst du damit, Jesse? Ob Felix noch anrückt? Zum Glück Plastikflasche. Bisschen wie eine Schubkarre aus, ne? So kompakt wie der X-Floater ist. Ich weiß nicht, was du meinst. Mardos 16, grüß dich, moinsen. Und Historicals, danke dir für dein Follow. Lass mal gucken, wie es hier mit dem Tetscher klappt.
Appfire, danke dir fürs Consolero hosten. Feier, grüß dich, moin moin. Treiber neu installiert und es läuft wieder sehr schön. Was ist los, King Max? Velonik, grüß dich, moinsen. So, ja, sicher war das gewollt. Wie alles hier. Alles geskriptet vorneweg. XXBASTIXX5 seit 8 Monaten. Basti, mein Lieber, vielen Dank für den 8. Monat. Grüß dich. Grüß dich, moin.
Danke dir für deinen 8. Monat. Nein! Boah. Kannst du ja echt scheiße schreien, ne? Wenn das hier ein Fußballspiel wäre, ne? Hat jemand die Situation zwischen Tuchel, Thomas Tuchel und Conte gesehen? Also Tottenham gegen Chelsea? Wieder einen dritten Ball suchen jetzt hier. So, vielleicht erstmal entspannt nur Dreierstapel machen und dann am Ende stapeln, wenn man mal mehr Zeit hat. Beide rot bekommen. Jo. Aber konnten beide lachen danach darüber. Aber ungefähr so habe ich mir das gerade auch vorgestellt. Wäre ich mit den Ballen umgegangen. Hand geben und dann rumreißen. Nehmen wir den hier. In der Derby ist noch was anderes als ein normales Spiel. Ja, das denke ich auch. Ich glaube, ja, also dadurch, dass man das weiß, dass es ein Derby ist, verhält man sich auch ein bisschen anders als sonst. Tobias Traktor, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Moin, moin.
So, genau, der ist im Mottab. Dortmund gegen Schalke. Das wird auch wieder ein ganz anderes Bild, ja. JCB Pack heißt das. Mottab. Michael, im Prinzip alles. Combine Experience, Cross, Curseplay, neuer Fuhrpark, ja. Und wir haben das Vermeer DLC getestet und was im Patch neu mit dazu reingekommen ist, ist der Classliner, den wir auch noch mal getestet haben. Lenkachse haben die nicht, genau. Das merkt man aber schon. Alex, moin. Glasliner 4900. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der heißt. Ja, Axel, Alex, ich wollte die Perra, die hatten wir ja schon im 19er, haben wir, glaube ich, mal drüber gesprochen, ne? Schicke Dinger und ich wollte hier gerne mal mit Überladewagentechnik fahren und generell, die Kams ist gar nicht so klein. Vor kurzem 22er, okay. Vor kurzem. Tatsächlich haben wir den Zug voll gemacht, dann sind wir mal gespannt, ob der 7810er den auch nach Hause bekommt. Die sind von uns aus Rade, die sind umgebaut, ich weiß es nicht. Ob es die im Vertex Community Mods Discord gibt, das weiß ich gerade nicht. Glasliner werden wir jetzt hier nicht sehen, ne? Ne, natürlich nicht. Richtig, die Map ist überhaupt nicht klein. Die Beta-Filter habe ich vorhin schon gehabt. Haben wir uns vorhin schon angeguckt. Geiles Teil. Ja, warte mal. Übersicht hier. Also 26 Hektar, 38 Hektar.
44, ah, ne, Hektar. So, hier haben wir 17 Hektar, 21 Hektar. Ja, wenn man mal hier guckt, da kannst du halt richtig Fläche machen. So, und da habe ich jetzt ein bisschen mehr Bock drauf, als das jetzt irgendwie so hier gezwungen klein aufzuziehen. Sondern dann lieber ein bisschen Ackerbau hier machen und das als Singleplayer-Spielstand zu haben, wo man halt mal ein bisschen tüdelt. So, und da kann ich auch endlich mal wieder 78 Zählen für fahren. Wird der Chat gesagt. So, mal kicken. Die Kreiseschwader, richtig, ja. Alice Real, grüß dich, moin. Kämpft auf jeden Fall richtig eisern hier, ne? Mappi, grüß dich, Moinsen. LS Real, mir geht's ausgezeichnet. War hier jetzt gerade noch meine letzte Tour oder in ersten Zug Korn weg. Und dann ist hier erstmal wieder alles soweit, sag ich mal, eingerichtet, aktiv. Und ich kann ganz in Ruhe und entspannt zur Arbeit fahren. Mappi, grüß dich, ne? Moin, moin. Da hat einer Häuser ausgetauscht. Auf jeden Fall. Bock drauf gehabt. Luke Lehmann, grüß dich, moin, moin. Horsty Horsty, moin. Mit dem Acker rechts habe ich nichts gemacht. Du meinst wahrscheinlich, dass da vorneweg was weggekubbert ist. Ne? So sieht es aus. Das ist aber einfach nur durch die Felddefinition, glaube ich, wird das so belegt.
Ach ja, klar, gerne, Chris. Einen Link nehme ich da gerne zu. Leon, grüß dich, moinsen. Da soll ja in naher Zukunft noch eine Map von ihm kommen. Richtig, der ist wieder an irgendeiner Map dran, ja. Opa Klaas-Fan, grüß dich, moinsen. Ausgezeichnet, Happy. Mir geht's super. Bisschen schade, ich hätte jetzt noch gerne noch ein bisschen weiter gedroschen, muss ich ehrlich sagen. Aber das müssen wir uns das nächste Mal ein bisschen aufbewahren. Ein bisschen weiter zu machen. Schön ist es. Schön ist es. Habe ich irgendwie auf meinem Hof gesehen nochmal, aber ich glaube, der wird wahrscheinlich mit Staub verstauben. Ein bisschen traurig, ne? Schöner Sound. Schöner Sound. Und selber, Mabi, wie geil die das? Hier ist noch ein bisschen was zu ernten. Da haben wir auf jeden Fall schon Stoppelsturz gemacht, richtig. Da werden wir nochmal mit dem Flatliner rundherum und rüberfahren. Hier die Ballen einfahren. Ja. Dann werden wir nochmal gucken, wie wir uns da nochmal mit dem Drescher hin aufstellen. Das ist jetzt erstmal nur vom Shop. Der Drescher. Uns da irgendwie auch nochmal selber einkaufen. Alle neue Felgen bekommen hier, ne? Kann das sein? Und der nicht. Die auch nicht. Aber hier auf jeden Fall der Kollege doch, ne?
Festivals gibt es die Map irgendwo zum Download im Mod-Hub. Fuß ist zwar immer noch nicht so grün, immer schauen, gibt am Montag nochmal MRT, aber das dauert noch 2-3 Wochen. AdSend. Ja, diesen Shop-Delivery-Mod gibt es, soweit ich weiß, ja. Auch im Mod-Hub, meine ich. Mich interessiert diese Felge hier, dieser Inner Rim, muss ich sagen. Jetzt macht er wieder Strohablage, das heißt Vorgewende. Ah, okay, das muss ich mir aber auch nochmal in den Einstellungen angucken. Das heißt. Was war das denn? Vorgewendet deaktiviert. Ah, und das ist insgesamt deaktiviert. Das können wir nächstes Mal aktivieren, ne, wenn wir am Start sind. Cursplay, da muss ich mich ja noch ein bisschen reinfinden, aber das ist ja schon geil, ne? So eine Karte dann. Judy. Recht alte Cursplay-Version, kann das sein? Favorit 14er, Moinsen. Kann sein, ich weiß es nicht. Ach, was soll's, ich mach mir auch nochmal ein Safe-Game auf der Kamsten. Ey, du kannst ja echt Ackerbau gut wegshoppen, ne? Guck mal, wie viele Felder du da, und was für große, und das sind echt geile Wege, die da durchführen. Und das sieht ja wohl mal, also kannst nichts sagen, aber das sieht echt idyllisch aus hier so. Schon geil. Janik, grüß dich, moin, Pelkartoffel, moin, moin. Also Mod habe ich hier. Ach so, die Curseplay. Ist wirklich lange her. Kann mich wirklich nicht dran erinnern, wann ich den mal da reingelegt habe. Meinst du GitHub, dann nochmal gucken? Guck ich mir nochmal an dann. Danke auf jeden Fall für die Rückmeldung. Das, genau, die ist die kamsten. So ist es. So ist es. Da passt noch ein paar Funktionen mehr. Alles klar, machen wir das so. Oh geil, Chris, vielen, vielen, vielen Dank. Muss ich mir morgen aber allerdings erst angucken. Das werde ich mir morgen angucken. Vielen, vielen Dank dafür. Kannst du nicht schon wieder wechseln.
Einfach mal ein Self-Game nebenbei machen, man muss ja nicht direkt wechseln immer. Ne, dann einmal erstmal gucken, ob einem das vielleicht gefällt. Und wenn nicht, dann eben nicht, ne? Ah, okay. Chris, vielen Dank. Okay. Dann werde ich mir die da mal durchgucken. Gibt es eigentlich den Hühnerstall vom Hof Brinker zum Download? Nicht den, aber es gibt den, also den Stall gibt es grundsätzlich im Modhub, meine ich. Gibt es einen Hühnerstall. Der wurde einfach nur ein bisschen umgeschrieben in XML auf Geflügelmast eben, ne? Aber das, glaube ich, ist nichts, was man nicht auch hinkriegen würde. Hof einrichten dauert ja schon Stunden. Ja, nimmst jetzt, weiß ich ja, vielleicht kein Hof einrichten, dann vielleicht erstmal einfach anfangen. Man startet ja immer in der Ernte, einfach die Ernte mal machen. Ich habe jetzt hier, muss ich gerade auch mal selber gucken, August immer noch. Ich habe da noch gar nichts eingestellt. Ich habe im Prinzip, das ist auch immer noch mein erster Spielstand. Bloß, dass ich, ja, jetzt habe ich das Safe-Game halt einmal verkackt. Ich muss da auch meinen Hof da vorne wieder einrichten. Der schick machen. Guck mal, das ist auch ein 1:1 Nachbau, ne? Also so wie du es hier auf der Karte siehst, ist es ein Satellitenfoto. Und so sind die Hallen da auch. So steht das da auch. Das finde ich schon arschgeil. Das finde ich schon echt richtig cool. Den Hof können wir noch mal hinfliegen, ja. Also hier, ne, wo ich die Ballen, achte, siehst du, guck mal, da sind auch noch viele Ballen. Wo ich von Ballen gestapelt habe, die Fläche am Hof. Das ist der Hof. So, warte mal. Vielleicht kann ich mal hier so ein Drohnen, Flug machen. Es gibt zu der Karte, wenn ich, soweit ich weiß, auch noch 4K-Texturen. Also im Modhub sind es normale Texturen. Nee, das ist der genauso im Hof ist. Im Modhub ist der Hof. Und das hat sehr hochauflösende Texturen. Die sehen auch echt schick aus. Also wenn man hier mal so ein bisschen ranzoomt. Rost ist dabei, generell ist viel Deko ist dabei. Überall liegt halt was rum, es wirkt halt sehr lebendig, ne? Vorne hier gezeigt. Da schaut das so aus. Also hier fährst du hinten durch, dann hast du hier halt einen Unterstand. Hier hast du dein Getreidesilo. Beziehungsweise die Annahme dazu, hinten lagert es dann natürlich. Ja, hier kannst du auch noch dein Fahrzeug reinstellen. Hier hast du eine Werkstatt mit dabei, auch nochmal einen Unterstand. Und hier hinten eben auch nochmal Unterstand, Flüssigdünger, solche Geschichten, die hier rumstehen dann, Wasser. Ist so, das sehe ich genauso, Chris. Wunderschön gebaut, einfach, muss man wirklich sagen. Diese Map-Umrandung, die finde ich halt auch super, super gut. Oh, jetzt halt einfach sehr viel,
ja, einfach anders aussieht auch als die, als diese Alpenlandschaft. Ja, das sieht man auf vielen Karten, finde ich. Was meiner Meinung nach schöner sein könnte, sind diese Wege. Ich mag halt diese hellen Steine, Steintextur nicht so gerne. Ich mag es lieber, wenn es diese dunklen Feldwege sind. Aber ja, kann man sich, könnte man sich ja nochmal einrichten, wenn man das möchte. Ich habe mir hier so einen Weg nach hinten gelegt aufs Grünland. Dann hast du hier hinten natürlich auch noch viele Felder und ja, Deko, hier ist ein Sportplatz, Tennis, hier ist ein kleines Erholungsfreibad, kleines Dörflein angerichtet. Du hast hier oben auch nochmal einen Hof, ne? Ist schon wirklich sehr schick hier. Idyllisch. So, ja, und dann gibt es noch eine Sache, die halt hier ist halt so sowas wie, ne, tote Flächen, sag ich mal. Performance-sparend sind hier keine Bäume. Vielleicht in echt wäre das vielleicht ein kleines Stück Wald. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht so wild, wenn man halt hier so fliegt, sieht man es erstmal so nicht. Und wenn du hier sowieso mit dem Fahrzeug langfährst, dann auch erst recht nicht, ne? Warte mal, und dann gab es doch noch irgendwo so eine tote Stelle. BGA. Würde ich einfach mal so sagen, sollte man sich selber Silos hinbauen. So schaut's aus. Kann man aber auch BGA fahren hier. Was war das denn? Ja, hier auch nochmal. Kannst du hier auch im Wald spazieren gehen? Guck an. Schöner Waldsound auch reingebaut. Da sind die Hasen und Ziegenherren. Stimmt, da habe ich schon von gehört. Jawohl, geil. Nee, da kann ich nicht helfen. Bandit, entweder ist da irgendwas kaputt in der Rade, dann bei dir oder in der GE. Ja, und halt diese Straßen, das finde ich halt einfach sehr geil. Diese Tiefe, diese sehr abgeschlossenen, zugewachsenen Straßen. Straßentexturen wunderschön hier mit diesen Rissen an der Seite. Finde ich echt geil. Mega liebevoll eingerichtete Vorgärten hier auch. Ja, und das Einzige, was man halt annehmen muss, ist, es ist eine englische Karte. Wir sind hier in England. Ich habe mir das halt mit diesen Häusern irgendwie versucht, so ein bisschen heimischer wirken zu lassen. Geht aber nicht, letzten Endes. Muss man sagen, es geht nicht. Aber ein bisschen. Also mir gefällt es trotzdem. Auch dadurch, dass dann solche Häuser da sind, dann fühle ich mich ein bisschen heimischer und das ist schon. Reicht schon. So. Ich sehe schon, Kiwi ist schon wieder dabei zu spielen. Dann würden wir jetzt mal rüber raiden. Lasst mal liebe Grüße da und ich danke fürs Zuschauen. Genau, die Häuser habe ich geändert. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen Samstag. Vielleicht sehen wir uns Sonntagabend.
Müssen wir mal gucken auf der Landersom dann. Und ja, ansonsten könnt ihr gerne nochmal Ausrufezeichen YouTube oder so eingeben. YouTube gerne mal vorbeigucken. Dem Projekt Landersom ein bisschen folgen. Acker und Wiesen. Und ja, ansonsten macht's gut. Nächste Woche geht's auf jeden Fall los in den April. Maisdrillen und bestimmt wieder richtig was los in Landersom. Macht's gut. Tschüssikowski. Liebe Grüße an Kiwi.